Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarum zu einem neuen Part Pokémon Sonne. Zu einem 13. Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Wir finden wir gleich noch ein Item. Feuerheiler wurde in der Medizintasche verstaubt. Ja, ich denke, ich weiß, wo wir heute hin müssen. Wir sind hier am Tenkara-Tügel. Das ist der falsche Weg. Und wir müssen irgendwie zum Hafen und rüberkommen auf die nächste Insel. Ein Wuffels. Wie süß. Ich brauche aber trotzdem ein Pflanzen-Pokémon. Und wahlweise auch ein Wasser-Pokémon. So, und das werden wir heute versuchen. Wir werden heute versuchen, auf die nächste Insel zu kommen. Das heißt, wir werden heute auf die erste Insel kommen. Wir werden es nicht versuchen, sondern wir werden es machen. John, unser Begleiter seit dem ersten Part. Nee, nach seit dem zweiten Part. Ich habe mich geirrt. So, Tauros Rambok. Da bahnen wir uns schnell mal den Weg zum Ausgang. Weil hier sind wir falsch. Ein dicker Wild erscheint. Dicker. Ich würde mir gerne eins fangen, aber nein, jetzt noch nicht. Später vielleicht, in einem späteren Part. Und jetzt geht's hier erstmal raus. Oder auch nicht. Zack, jetzt sind wir hier sowieso in der Stadt. In die Trainerschule rasen wir gerade vorbei. Zack. Hier geht's nämlich zum Hafen. Hoholi City. Und da müssen wir hin. Guck mal kurz nach dem Pokémon. Alle Spitze. Schnell zum Hafen. Schnell wie der Blitz. Zack. Gleich sind wir dort. Den Hafen kennt ihr schon. Da haben wir gegen den Captain gekämpft das erste Mal. Hier geht's jetzt auf die nächste Insel. Ob dieser alte Kahn das wirklich übersteht, Professor? Na, hör mal, diese Yacht ist nicht alt. Sie ist ein Sammlerstück. Wahre Kenner würden sich darum reißen. Oh ja, er ist ein absoluter Kahn. Ich meine, Klassiker. Nun ja, es hat schon einen gewissen nostalgischen Charme. Hey, Zwergenfürst, wir sind bereit zum Ablegen. Aber keine Eile, du kannst auch ruhig noch etwas einkaufen oder ein paar Pokémon fangen. Was sagst du, willst du ablegen oder noch ein bisschen einkaufen? Ich würde sagen, wir legen direkt mal ab. Das ist eingekauft, haben wir genug. Los geht's. Alle an Bord, es geht los auf die nächste Insel. Ja, erste Insel haben wir hinter uns gebracht. Auf geht's zur zweiten. Juhu, das Meer! Professor, Professor, leg noch ein paar Knoten zu. Wenn wir die Yacht des Professors noch mehr... Ja. Haha, du hast noch nur Angst davor, deinen Hut zu verlieren, Lilly.
Kannst du dir vorstellen, wie es auf Arcana aussieht? Warte nicht, antworten. Ein Trainer auf Inselmannschaft findet sowas selbst heraus. Ich kann es kaum erwarten, Zwergenfürst. Ja, ich auch. Ich kann es auch kaum erwarten. Aber da sind wir schon. Sind in der nächsten Insel. Da sind wir auf Arcana. Gut, Sasa, jetzt wäre ich beim Aussteigen fast hingefallen. Juhu, wir sind in Arcana. Gut, Sasa, statt Hoppla zu rufen, sollte das etwa ein Witz sein? Na klar, Zwergenfürst, du fandest es auch lustig, oder? Oh wei. Och nö. Schlechte Wortwitze heute. Heute ist der Part der schlechten Wortwitze. Und du, Professor? Dito. Leute, es sinkt für sie das Niveau. Wie ich sehe, siehst du immer noch auf dem Macho Mai. Stehst du immer noch auf dem Macho Mai Look? Guck hier. Du hast mal erwähnt, dass du damit einen beliebenden. Was? Du hast damit erwähnt. Ich kann heute nicht lesen. Du hast mal erwähnt, dass du damit einen bleibenden ersten Eindruck hinterlassen willst. Bei mir hat's funktioniert, aber ob nun positiv oder negativ. Wölkchen, komm zurück in die Tasche. Kein Grund zur Sorge, Lilly. Schön, euch kennenzulernen. Mein Name ist Mayla. Wie geht's? Wie steht's? Ich bin Maho, Captain aus Leidenschaft. Auf dem Weg zum Hafen bin ich zufällig auf Maho gestoßen. Hier auf Arcana lernt jeder meine Prüfung, weil sie das Beste aus allen Zutaten herausholt. Und die Zutaten seid in diesem Fall ihr beiden, vielversprechenden Trainer. Ich erkenne euch sofort. Maho ist allerdings nicht der einzige Captain hier auf Arcana. Was steht denn zuerst auf dem Plan? Naja, das überlasse ich den Kindern, ist schließlich ihre Inselmannschaft. Da will ich mich nicht so sehr einmischen. Ja, ja, da hast du wohl recht. Also gut, Kinder, ich wünsche euch und euren Pokémon eine tolle Zeit auf Arcana. Ich freue mich schon auf euren ersten Pokémon-Kampf. Ich warte auf euch. Komm, Maho, gehen wir. Tschüss. Bis nachher. Ja, gegen die werden wir wohl wahrscheinlich noch kämpfen müssen. Typisch, Mayla. Sie würde nie zugeben, dass sie sich Sorgen um euch macht. Aber mich kann sie nicht an der Nase herumführen. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, eine warmherzige Inselkönigin wie sie zu haben. Auf Arcana gibt es insgesamt 3 Prüfungen, die ihr absolvieren müsst. Wenn ihr die erste Prüfung sofort in Angriff nehmen wollt, geht ihr am besten über Route 4, direkt nach Ohana.
Ich werde als erstes in ein Pokémon Center suchen gehen. Was für Malazadas sie wohl hier haben. Ich denke, ich werde der Boutique einen Besuch abstatten. Und danach werde ich für Wölkchen wohl ein paar Nachforschungen zu den Ruinen anstellen. Wir sind auf Alcana angekommen. Schau gleich in den neuen Insel-Pokédex. So kannst du erfahren, welche Pokémon hier auf dich warten. Das hier ist also Kantai City. In der Stadt findet man viele tolle Dinge. Ja, dann guck ich mal gleich mal hier nach. Ah, das ist der Hafen. Ahoi Matrose, willkommen am Pier von Alcana. Der Pier von Alcana, also, wohin möchtest du? Hau Holy City hierbleiben. Ja, ich möchte erstmal hierbleiben. Ich könnte natürlich jetzt nach Holy City zurückreisen, aber das wäre nicht der Sinn und Zweck dieses Partys. Wie wär's, wenn du dir am Getränkeautomaten einen kleinen Vorrat an Tafelwasser kaufst? Pokémon trinken so eine Flasche in einem Zug leer, weißt du? Okay. Kaufen wir uns mal. Man sieht es ihnen nicht an, aber die Piers der Alola-Region sind einfach der Knaller. Man kann dort nämlich nicht nur Schiffe besteigen, sondern sie auch einer Wartung unterziehen lassen. Okay, ach so, hier ist der Getränkautomat. Das ist ein Getränkautomat. Was möchtest du trinken? Ein Tafelwasser, bitte. Okay, ein Tafelwerk. Ein Tafelwasser haben wir uns besorgt. Ich kaufe mir noch eins. Ein Tafelwasser besorgt. Nein. Zwei reichen erstmal. Was mit dir? Willkommen. Ich meine natürlich Alola. Ja. Da gibt's nichts. Und dann gehe ich mal wieder raus. Das ist nur der Anlegeposten. Dachchen. Ganz viele Leutchen. Ich gehe mal hier rein. Direkt. Und was ist das? Willkommen bei der Touristeninformation. Das Pokémon Resort ist eine der vielen Touristenattraktionen der Alola-Region. Der perfekte Ort, um mit deinen Pokémon auszuspannen. Na dann. Alola, ich bin der Namensbewerter und als solch ein wahrer Spitzennamenexperte. Tja, ja, soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Ja, kannst mal bewerten. Ah, jetzt wissen wir Bescheid, jetzt können wir hier die Namen ändern, falls wir einen Namen haben sollten, der etwas falsch sein sollte. Von welchem Pokémon darf ich den Spitznamen bewerten? John, Lee, Lea, die dritte und Karl. Ich bin eigentlich prinzipiell zufrieden mit denen. Die möchte ich jetzt eigentlich nicht ändern. Verstehe, komm wieder, wenn du es dir anders überlegst. So. Märchen. Hier in diesem Haus hier. In diesem Hause. Ist der Namensbewerter. Hier geht's nicht rein. Oh. Und wenn das nicht das Stammertengeschäft namens Boutique ist. Oh, Zwergenfürst. Ping. Du suchst dir wahrscheinlich Klamotten aus, oder? Das auch, aber ich glaube, mein kleiner Freund hier könnte Interesse an den Ruinen des Lebens haben. Der Schutzpatron von Alcana heißt übrigens wohl Capu Falla. Ich habe mich gefragt, ob du uns nicht vielleicht dorthin begleiten möchtest. Es sieht so aus, als hätte Wölkchen dich ins Herz geschlossen, Zwergenfürst. Wir warten dann beim Hotel Meeresrauschen. Ich habe dort eine Verabredung mit einer Person, die mir sehr wichtig ist.
Keine Sorge, ich finde allein dorthin. Man kann das Hotel ja von hier aus schon sehen. Und du gehst wieder in die Tasche. Ja, ab mit dir. Ja, brav, ab mit dir in die Tasche. Komm, zack. Sei ein braves Pew. Ich nenne dich Pew, weil du es immer so sagst. Ich habe übrigens von einer Gruppe gehört, die sich Team Skull nennt und anderen ihre Pokémon stiehlt. Ja, von der habe ich auch schon gehört. Wir sollten aufpassen, dass wir solche bösen Menschen gar nicht erst über den Weg laufen. Meinst du nicht auch, Zwergenfürst? Naja, inwiefern die böse oder schlecht sind, lässt sich streiten. Also ich kann sie nicht wirklich ernst nehmen. Kann man hier die kleine Kleidung färben? Scheinbar nicht. Wenn du Kleidung färben willst, musst du einen weißen Modeartikel kaufen und zum Festival Plaza bringen. Dort können sie dir weiterhelfen. Ja, das wäre die Antwort auf die Frage von der Madame dort hinten. Willkommen, ich möchte etwas kaufen. So, was gibt's denn hier im Angebot? Sportstanktop. Das gibt's da. Vielleicht finde ich irgendwo ein Hawaii-Helm. Ein Hawaii-Hemd. Irgendwo so ein hübsches Hawaii-Hemd. Nee, ich glaube, das steht mir gerade nicht so toll. Nicht so. Nee. Ja, nicht so mein Ding. Gemusterte Slipper. Okay. Das sieht verrückt aus. Ich behalte mal lieber meine alten. Sportkappe. Eine Brille. Seiner Brille weiß. Seiner Brille schwarz. Seiner Brille gelb. Seiner Brille orange. Seiner Brille pink. Soll ich mir jetzt eine schwarze Brille besorgen? Naja. Ein bisschen kleiner und ein bisschen unauffälliger hätte ich sie vielleicht gerne, aber. Nee, komm, das versaut den Charakter. Nee, lass mal erstmal so. Nee, komm. Lass gut sein. Muss vielleicht doch nicht sein. Holen wir uns später eine etwas diskretere Brille. Damit ich irgendwann die Welt um mich herum erkenne. Momentan bin ich ja ziemlich blind ohne Brille. Hier. In dem Spiel. Oh, ein Pokémon Center. Da muss ich gleich mal ins Pokémon Center. Gleich mal aufladen, obwohl meine Pokémon eigentlich topfit sind, aber ja, schadet ja nicht. 4 Pokémon haben wir schon. 1, 2, 3, 4. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Ich guck mal, was es hier gibt. Vielleicht gibt es ja hier ordentlichen Kaffee. Neko Kakao Sanna Saft. Na komm, ich nehme einen Kakao. Ist was. Ist halt nicht ein Kaffee, aber ist was mit Milch. Ja komm. Ich nehme den Kaffee einmal. Danke fürs Warten. Ein Neko Kakao ganz nach Bestellung. Ein heißer Schokolade mit Sahne ist etwas Feines.
Da fragt man gerne mal, wie viele Kalorien in so einer Tasse eigentlich drinstecken. Weißt du was, ich trinke auch eine Tasse. Geteilte Kalorien sind halbe Kalorien. Glaube ich zumindest. Nutzt du übrigens fleißig den Festival Plaza? Auf dem Festival Plaza kannst du dich rund um die Uhr mit Leuten aus aller Welt austauschen. Die heutige Technik kennt nämlich keine Grenzen. Erscheint neben dem Plaza-Symbol ein Ausrufezeichen, wird dort wahrscheinlich gerade eine Veranstaltung abgehalten. Praktisch, oder? Und hier kannst du eine kostenlose Dreingabe zu deinem Getränk. Die gibt es nur einmal pro Tag. Dieser Keks ist eine Spezialität aus der Bad-Lava-Stadt der Hoenn-Region. Du erhältst das Item Lava-Keks. Ist ein ganz schön heißer Keks, oder was? Lava-Keks wurde in der Medizintasche verstaut. Und das ist für den Pokémon mit den besten Empfehlungen. Pokebohnen erhalten. Pokebohnen sind eine Spezialität aus Alola. Pokémon sind ganz Verrückte nach ihnen. Fütterst du deine Pokémon bei einer Pokepause mit Pokémon-Bohnen, werden sie zutraulicher. Bitte beehre uns bald wieder. Oh, das müssen wir jetzt unbedingt ausprobieren. Die Pokepause und die das Zentrum dort. Pokeplaza, wie er es genannt hat. So. Wo finde ich die Pokepause? Hier ist die Pokepause. Kümmern wir uns gleich um die Pokepause hier. Hallo? Einmal drehen bitte. Hallo? Hallo? John ist wohl gerade irgendwie. Ja. Nicht ansprechbar. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Ah, da ist er. Dachchen, hast dich mal nicht umgedreht? Das ist er. Kann streicheln. In der Pokepause kann man Pokémon streicheln. Na, braves Kätzchen, braves Kätzchen. Guck mal, kann ich auch dort. Oh, wow. Sachte. Nee, da kann ich ihn nicht streicheln. Hier kriegst du ein rotes Teil. Ja. Ich glaube, das müsste dir schmecken. Ja. Ist rot. Rot gefällt meinem Feuermauzi. Ich nenne es jetzt mal Feuermauzi. Zack! Zurück! Ich will mein Mauzi, mein Nicht-Feuermauzi. Zack! Da ist es. Mauzi! Hier eine Münze streicheln. Kann ich auch mal am Bauch streicheln? Ja, ich kann die auch am Bauch streicheln. Schwanz! Jörchen! Nice. Du kriegst das hier. Ist zwar grün, aber gut. Ja. Okay. Haben wir uns um zwei gekümmert. Zurück geht's. So, ab ins Festival Plaza. Zum Festival Plaza gehen wir erst im nächsten Part. Für diesen Part sage ich erstmal Schluss hier von dieser Stelle und sage ciao, ciao, gehabt euch wohl und ja, gebt ihm wieder ein Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Ja, morgen geht's dann ein bisschen Festival Plaza, vielleicht wird das ein etwas längerer Part. Es wird also vielleicht nur um den Festival Plaza gehen. Mal sehen, wie es wird. Also, bis dann. Und ja, ciao, ciao, adios, haut, Renner.